Und Nachtisch habe ich mir auch noch geholt. Nachtisch. Und ich habe vorhin noch gute Nacht gesagt, weil er gleich ins Bett geht. Ja, ich war sehr beschäftigt. Luna, danke fürs Fahren. Und du bist zu weit gefahren. Das ist natürlich auch gut. Ja, dann sehe ich Luna noch ein bisschen beim Autofahren zu. Lecker Mousse Schokolade. Ja, so lecker. Richtig lecker. Du solltest umschulen. Oh ja, das sollte er. Noch 800. Oh. Na, hast du es ja bald. Danke. Der hier. Den wollte ich holen. Ah. Wo kriegt man den denn? Gute Frage. Okay. Ich lese sofort. Ich will nur noch ein bisschen was essen. Frisches! Mann! Nein! Also, manchmal, ne? Ah! Da bist du ja! Rierst du nicht? Weißt du so, ne? Auf so einem Kontext. So kämpft es sich leichter. Außerdem wird es im Turm heiß hergehen. Da mache ich mir keine Sorgen. Hat euch die Tollwut gepackt? Sogar die Kinder, die man im Winter zum Abhärten auf die kalte Steppe schickt, sind besser angezogen. Wenn du Streit suchst, sag es. Ich sag nur, was ich denke. Aber frag mich später nicht nach einer Decke. Meine wärmt nur mich um meinen Nama. Falls ich sie auf dieser Reise treffen sollte. Bis gleich. Deine stinkende Kuscheldecke kannst du behalten. Ich wärme meinen Körper im Blut meiner Feinde. Ich wollte gerade meiner Freunde sagen. Brandenburg. Be right back. Also, Luna ist gleich wieder da. Lass das Gedanke. Wir haben genug Decken im Gepäck, falls jemand eine braucht. No, ist die süß. Also, sie tanken sich um so eine Decke und dann weiß ich doch. Ja, 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 ja. Oh. See, wir hatten den gleichen Gedanken. Echt? Hatten wir den? Wusste ich gar nicht. Oh. Erst den ein und das ist. Sieht zwar blöd aus. Doch, ich bin es auch. Nein, bist du nicht. Dola, ihr habt euch ja alle umgezogen. Frieren die nicht? In Brandenburg ist wieder einer gegen einen Baum gegurkt. Ist das was? Das ist eigentlich nichts Neues mehr. Das passiert fast tagtäglich irgendwo. Natürlich, im Kampf muss man sich doch wohlfühlen. Kann es denn sofort losgehen? Ja, Pippins Kommando ist bereits in Cladium unterwegs. Wir treffen uns dort mit ihnen und warten darauf, dass das Ableckungskommando die Besessenen in einem Kampf verwickelt. Dann verstecken wir uns im Zug und dringen in den Turm von Babel ein. Falls wir unterwegs bessere Besessene sehen, die in Not sind, greifen wir ein und helfen.
Lass dich davor aber nicht aufhalten. Der Bund der Morgenröte stürmt den Turm. Zen, auf zum Enkladium, wie auch immer. Wo muss ich hin? Ah, nur viel. Reglinghausen. Dieses Auto ist der Hammer. Es ist mir easy. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber trotzdem mega geil. Warum habe ich das Gefühl, dass ich gleich in der zweiten bin? Es ist beruhigend, dich gesund und munter wiederzusehen. Lucy hat mir berichtet, was passiert ist. Schrecklich, die Fabrik ist gesichtet. Ich lasse einen Wachtruppe zurück, der uns den Rückweg frei hält. Wir müssen jetzt nur noch darauf warten, dass unsere Freunde ihr Ablenkungsmanöver starten. Sprech mit den Kämpfern von Lindstränen und warte unten im Frachtbahnhof. Wenn alle da sind, geht es los. Auf geht gleich die wilde Fahrt. Es sind alle da. Das war das Signal. Das Ablenkungsmanöver hat begonnen. Los, alles auf den Magitek-Zug. Der bringt uns bis zum Turm. Jetzt geht es endlich den Telephoroi an den Kragen. Und wenn wir unterwegs auch noch eine Gelegenheit bekommen, Anima zu besiegen, soll es mir nur recht sein. Die Türme stehen alle unter seiner Kontrolle. Wenn er weg ist, sind sie bestimmt keine Gefahr mehr. Anima hat sich wahres Leichnam zu eigen gemacht und damit jeden einzelnen Gallier beleidigt. Auch wenn sie früher unsere Feinde waren, will ich ihnen für diese Schandtat bezahlen lassen. Du wirst deine Chance bekommen, Alfino. Was auch passiert, der Bund der Morgenröte wird es als erstes erfahren. Behalten wir unser Ziel vor Augen. Keine Sorge, das werden wir. Alle bereit? Sobald wir einmal im Zug sind, gibt es kein Zurück mehr. Nein, ich bin nicht bereit. Ich will noch nie sterben. Ja, du heile schon. Ich mag Züge. Mhm. So in etwa. So in etwa. Turm von Babel. Mhm.
Er tanzt immer noch. Next thing is coming, yep. Ich komme doch sowieso mit Pfötchen. Ich weiß. Deswegen habe ich schon gar nicht mehr gefragt. Ich habe gar nicht gefragt, ne? Es hat schon seine Gründe, warum du da stehst. Bereit? Achso, ja, du musst dich anmelden. Ha! Luna, einmal anmelden, bitte. Ich vergesse es jedes Mal, dass ich ja der Gruppenanführer bin. Danke. Lieb von dir. Juhu, geschafft, ich kann spielen. Ja, Glückwunsch. Oh mein Gott. Die sehen fast gleich aus. Gut, die eine ist eine Hyoran und die andere eine Mikoto, aber trotzdem. Fast zum Verwechseln ähnlich. Kann sich nur um Stunden handeln. Na, fehlt ja nur noch Tank und Heiler. Ja. Kann ein bisschen dauern. Oder auch nicht. Immer wieder für eine Überraschung gutes Spiel. Muss nur meckern, schon geht's. Ja, stimmt. Es geht los.
Ach ja. Zugfahrt, die ist lustig. Zugfahrt, die ist schön. Ja, so kann man es auch machen. Was bist du denn? Barnabas! Barnabas ist doch auch aus Teil 4. Wenn ich mich recht entsinne. Barnabas kam in Teil 4 mal nicht vor.
Okay. Nummer uno. Ja, du fetzt einfach. Oh ja, ja, ja. Ich weiß noch, dass ich in Teil 4 den Turm von Babi gehasst habe. Liegt aber auch daran, dass man da die Hälfte seiner Spielzeit drin verbringt. Gefühlt. Sind wir bald oben? Ah! Ich muss nur nachfragen.
kommt der nächste. Ach, der. Okay, es ist definitiv Teil 4. Und den gibt es nämlich eine coole Storyline. In FF4. Ah, zumindest finde ich sie cool. Auf was warten wir? Irgendwie funny. Hey, lass mich zurück. Danke. Boah. Dahin, wo der Tank ist. Ja, toll.
Hilfe, Hilfe, Hilfe. Sind wir aber da? Ah. Ja, sind wir. Alter, das sieht aber schon mega geil aus. Alter. Da hinten ist er. Anima. Bauwitzig. F4 Setting und FF10 Boss. Ich steck ganz hinten. Irgendwie funny. Ich seh einfach mal gar nichts. Oh, wenn sieht man jetzt wieder was. Man sieht wieder was, gegen was man kämpft. Hi. Dann geht's der Hoheit mal an den Kragen, ha?
Nein. Ah, oh, wie geil. Ich habe so Final Fantasy C Flashbacks. Ich habe so FFC Flashbacks, ey. Ich will ja nichts sagen, aber im ersten Dungeon war auch FF10-Boss. Weil du bist Viecher. Ich klebe nur minimal Luna am Arsch. Minimal. Ganz minimal. Tarnung. Geil. Vor allem von der Aktion hatte ich in FF10 jedes Mal Schiss. Jedes Mal, wenn Anima das Ding gemacht hat. War meistens mein Todesschlag.
84. Alter. Auf die Anima! Rolle. Ich hab hier noch ein Hütchen. Ja, okay. So, ja, das war das komische Ding da. Danke, Mappa. Wie gesagt, dass ich nicht vorlesen muss. Vielleicht findest du jetzt deinen Frieden, Varys. Gehen wir. Auf uns warten immer noch Xenos und Van Daniel. Siehst du nicht, dass wir beschäftigt sind? Serpestie! Babil! Rufe vom Mond herab den schlafenden Zodiac! Da ist ein Schutzzauber am Werk. So leicht lasse ich ihn nicht ziehen. Heidelin, gibst du denn niemals auf? Aber es ist zu spät. Der Sieg ist mein. Von hier aus lässt sich nichts machen. Mein Meister, wir müssen zum Mond und das Siegel dort brechen. Dann tun wir das. Was war das? Die Besessenen führen ihre letzten Befehle aus. Wenn das Kaiserreich fällt, soll die ganze Welt mit ihm untergehen. So will es Anima. Mein Vater hätte natürlich niemals so einen Befehl gegeben. Aus seinem Fleisch aber ließ sich eine nützliche, willfährige Marionette formen. Du Monster! Ist selbst dein Vater nur ein Werkzeug für dich?
Spar dir deinen Atem für deinen Todeshauch. Es ist nämlich bald soweit. Wir müssen jetzt gehen. Verfolge uns ruhig. Aber willst du wirklich deine Freunde im Stich lassen? Oder die Besessenen? Ich habe ihr zu viel zugemutet. Bitte kümmere dich um sie. Zodiac hat sein Gefängnis nicht verlassen. Das letzte Siegel im Mare Lamentorum hat gehalten. Ich habe den Fluss des Äthers umgeleitet. Unsere Widersacher haben ihr Ziel weit verfehlt. Geht nun ins Meer der Klagen. Ich führe euch zu einem, der euch wohlgesinnt ist. Folgt seinem Rat. Erneuert das Siegel. Zodiac darf nicht befreit werden. Sieht ziemlich übel aus. Die Besessenen spielen verrückt. Nicht nur im Turm, auch die bei uns im Lager. Es wird alles getan, um sie ruhig zu halten, aber die Situation entgleitet unserer Kontrolle. Das hat Van Daniel also gemeint. Was ist? Helfen wir ihnen oder überlassen wir sie ihrem Schicksal? Du willst doch nicht etwa allein gehen. Du schaffst das natürlich. Wir auch. Wir werden unseren Freunden vom Chor helfen. Und den Besessenen. Nicht eine Seele werden wir im Stich lassen. Sobald das Schlimmste vorbei ist, folgen wir dir auf den Mond. Pass gut auf dich auf. Wer weiß, was dich da oben erwartet. Final Fantasy 14. 4. In 4 musste man nämlich auch auf den Mond. Ich weiß gar nicht, gab es noch einen Teil, wo man noch auf den Mond musste? Ich weiß gar nicht. Also in 4 auf jeden Fall. In 4.2 glaube ich auch. Oh. Und ja, das mit dem Asphalt, das fühle ich. Ich möchte ihm am liebsten etwas ins Gesicht drücken. Aber selbst heißer Asphalt wäre noch zu freundlich. Irgendwas anderes. So eine Nagelkeule oder sowas. Irgendwas, was so richtig schon wehtut. Ah. Kann ich jetzt eigentlich? Ja, kann ich. Juhu. Ach, du Runde Nonne. Was soll ich denn da jetzt an?
Sehe aus, als wenn ich aus dem tiefsten Russland komme. Naja. Ich werde kein Freund von Hüten beim Baden. Nein. 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 Einfach nein. Müssen wir meinen Hut mal sehen. Zeig her! Will ihn sehen! Die Besessenen spielen verrückt. Das wird bloß aus Julus. Wir müssen ihn retten. Sie alle. Wir haben es versprochen. Viel Glück. Mach ich gleich. Okay. Du kannst den Turm von Babel auch mit befreundeten NPC spielen. Ja. Nein. So, ich habe jetzt in allen Gebieten gerade mit 240. Ich werde weg. Hi. Der Wächter. Es fühlt sich übrigens immer noch eher wie das Ende an, als wie der Anfang. Entschuldige, mir ist so etwas an diesen Transportvorrichtung aufgefallen. Die Basis ist aus einer spätallergischen Periode. Er mag den Namen Amon abgeworfen haben, aber nicht seine Vergangenheit. Vielleicht wird uns dieses Wissen später noch nützlich werden. Heilins Worte zufolge führt dieser Transporter direkt zu den Unterstützern im Lamentum auf dem Mond. Du solltest dich zuerst in diesen Unterstützern treffen, bevor du dich auf die Suche nach Zelos machst. Eine Suche auf dem Mond. Das klingt nach einer unmöglichen Aufgabe, aber du wirst es sicher schaffen. Dein nächstes Abenteuer beginnt. Ein Abenteuer auf dem weißen Mond. Mond, wir kommen! Far, far away!